Kinders, wir haben. Welcher Tag ist heute? Erster, dritter? Erster, dritter. Dienstag! Jetzt nichts mehr mit Montag. Montag brauche ich. Wisst ihr? Da kommt man gerade frisch in die Woche rein. Da fühlt man sich einfach demotiviert. kurz. Zwecks am Laufen halten und so ein Geschmarre, ne? Am 11. ist wieder Schiri-Versammlung. Wurde eine angesetzt? Am 11.? 11. glaube ich. Ja, 11. ist eine Versammlung. Persönlich sogar, also keine Online-Versammlung. Was gut für mich ist. Und dann lerne ich auch mal meine Mates, sage ich mal, kennen. Das andere ist Discord-Link. Wie bei jedem anderen Video jetzt hat, was jetzt mittlerweile kommt, ist dabei. Das heißt, bist du Fußballer, Schiedsrichter, Trainer, egal, Hauptsache du hast was mit Fußball zu tun, komm vorbei, auch wenn du nur zocken willst, haben auch Channel, blablabla, zum Quatschen, ist alles da. Vielleicht die es noch nicht wissen, die jetzt frisch reingucken, mein Ziel ist es, mit paar ausgewählten Leuten eine Runde zu machen, was betrifft einfach Fußball in Deutschland, sprich Zweck Schiedsrichter, Fußballspieler an sich selber oder auch draußen oder whatever, einfach komplett Thema Fußball. Weil ich finde persönlich so gibt es in so einem Format nicht. Man sieht zwar immer, wie schon letztens erwähnt, im öffentlich-rechtlichen Sender sieht man es immer so ein paar Dokumentationen, dass Schiri halt immer die oder dass der Schiri immer die Arschkarte zieht, auf gut Deutsch gesagt. Aber jetzt mal auch mal positive Sachen und allem drum und dran. Kommt in die Discord-Gruppe. Ich mache euch nicht reich. Ansonsten, wir legen los. Jetzt habe ich einen Aussetzer gerade. Holy shit, Alter. Mein Kopf ist kaputt. Spielerpro, Fouls und Traumtore. Wollte ich noch irgendwas sagen? Schiri-Versammlung, kommt was, da kann ich euch dann mitteilen, was neu kommt. Ansonsten Discord. Nope, wir legen los. Oh, Ton, passt der Ton? Warte mal. Na, geht schon. Warte, ich spule mal wieder zurück. Los geht's. Oh, warte mal. Hab ich da was gesehen? Auf, auf. Holy shit. Oh, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal, warte. Hat er mit seinem Bein gezogen? Okay. Oh. Oh. Nicht gut. Überhaupt nicht gut. Sehr eklig, sehr eklig. Alleine jetzt nur für das da. Zack. Also mit, er hat ja seinen Fuß, also bewusst seinen Fuß erwischt und seine Hand, also halt mit der Hand seinen Arm dran gehabt. An seine Schulter. Oh, ey, sorry, Kinder, aber der Tag war lang heute. Schulter mitgerissen, die Füße mitgerissen, zack. Schiri pfeift. Will ihm eine Karte geben. Wir wissen ja nicht welche, weil eigentlich oben Standard ist immer gelb. Unten ist die Bobo-Karte, ne? Aber manche Schiris haben auch immer hier oben die rote Karte. Aus welchem Grund auch immer. Und jetzt hat's. Genau, das wollte ich auch noch zeigen. Schaut diesen Spieler hier an. Den hier. Was er jetzt hat, macht. Und das bewusst zu 1 Milliarde %. So. Jetzt merkt ihn euch aber immer noch. So. Das Problem ist, dass er zu lange dauert, was das betrifft, die Karte rauszukriegen oder whatever, was immer auch er da drin sucht. Weil gefühlt kommt es so vor, er sucht da eine neue Wohnung. Also jetzt nichts gegen den Kollegen. Aber scheiße. Egal, er dauert lange. Okay, er zieht zwar was raus, aber. Warte, warte. Oder nehme ich. Warte, ich nehme es zurück. Nee, er sucht da immer noch irgendwas anscheinend. So. Und jetzt hat der 17er. Patz.
Und er hat ihn nochmal gepackt, runtergezogen, weil er halt handgreiflich geworden ist. Aber wie will er das beurteilen? Obwohl er davor stand. So. Und jetzt? Er sieht's ja gar nicht. Es ist exakt vor seinen Augen, aber er sieht's nicht. Weil er halt immer noch dabei damit beschäftigt ist, das zu machen. Also dieser Spieler hat. Alter, sorry. Geh raus aus Fußball. Wenn du dich nicht, wenn du keine Selbstkontrolle hast, wenn du dich nicht beherrschen kannst. Tschüss. Und jetzt merkt er, oh, jetzt was passiert. Jetzt geht er zurück. Kacke lang. Hatten wir das nicht sogar schon? Ich glaube, die Szene hatten wir schon. Sogar im letzten Video, glaube ich sogar. Ich bin mir nicht sicher. Da bei dieser. Na, da bin ich mir nicht sicher. Kriegt das hin? Nein. Aber warte, warte, wir gucken mal, wir gucken mal, wir gucken mal. Warte. Ob es jetzt abseits war oder nicht. Oh. Das Ding ist, wir sehen, wir können es ja nicht. Man muss es ja krumm sehen, ne? Also, man müsste es halt dann so sehen. Ja, ihr wisst, was ich meine. Das Problem ist, sein zweiter Fuß, ob er jetzt da so krass steht oder halt da. Aber das ist verdächtig, so ein Mini, aber das ist halt echt minimal, ne? Und das, wenn du alleine bist als Schiri, das zu sehen, diesen minimalen Unterschied. Warte mal. Warte, 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 warte. Jetzt habe ich es gerade gesehen. Ja, nee, war schon richtig. Das ist halt. Oh, das ist heavy. Also das kann man dem Schiri nicht übel nehmen. Also das kann man nicht übel nehmen, weil das ist. Selbst wenn er das exakt geguckt hätte, würde er trotzdem sehen, dass die, also von seiner Sicht aus, dass sie auf gleicher Höhe sind. Außer er sieht noch ein bisschen irgendwie, dass sein Fuß, was wir jetzt halt nicht zu 100% gesehen haben von dem einen Spieler, weil er ein anderer dabei war, dass der noch irgendwie noch weiter vor, aber das dann jetzt halt mitten bei so einer schnellen Situation dann zu gucken und ja, also ich hätte auch nicht gepfiffen, also wie denn auch? Ja, hätte ich auch gesagt. Typisch, ja. Ah. War das ein berühmter? Boah, das ist so. Hä, hey, warum alle hat sie die Quali jetzt hat? Nee, das ist doch HD. Sie voll verschwommen, aber ich bist da. Er hat ihn da behindert, ne? Von ihm aus sein linkes Bein. Zack, er nimmt sein linkes Bein. Ist 11 Meter. Warum der Junge? Was? 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 Was?
Wohin gehst du? Achso, sorry. Also wir haben mal kurz den Schiedsrichter gesehen, Abbruch. Dann gab es anscheinend, also das war ja, ja. Kein Kommentar. Ja! Boah! Warte, ey, der kriegt doch eine Wiederholung. Safe Call, Alter. Und jetzt hat's. Putz! Ja! Zack! Killer, Killer, Killer. Jawohl, nice! Komm, Fußball! Fuck. Oh shit. Und jetzt mit Vollspann. Leider kein Vollspann. Oh, sehr cool gemacht. Nice. Ich hätte es voll gefeiert, wenn ich mit voller Wucht, ne, so richtig Vollspann, BAM, reingescheppert hätte. Puh. Sehr schön. Sehr schön. Und jetzt hat's. Ho! Ja, Modok. Ja, Modok. Der hat dir eine Faust mitgegeben. Jetzt sieht man das so und patz. Modok raus. Ey, nur weil du so mad bist, hast du ein Tor hast. Also, man kann mad sein. Ich war auch beim Kasten. Und ich weiß, wie mad ein Tor sein kann. Aber so mad, dass du ihn eine mitgibst. Holy shit, Morg, das ist hinterfotzig. So aus dem Nichts so. Und jetzt hat so. Ho! Nice! Bitte kein Tor. Der Keeper ist gerade richtig Killer, Morg vom Keeper. Der ist drin. Rechts oben. Oh, der zieht. Okay, der geht. Oh shit. Wenn der Ordner selber zum Täter wird, ne? Killer. Ja, ich wollte jetzt was trinken, aber. Ja, gar schon. Aber mit dem Ordner würde ich da auch mal ein bisschen. Also, Ordner. Es wird ja. Der war ja jetzt als Ersatz. Asi war jetzt hat. Also wenn ich Assi sage, ist es nicht Assi als Beleidigung, sondern Assistent. Für die, die es nicht wissen. Dass der dann auch so reinkommt, so ey, holy shit. Ziehst du sein Bein weg? Oder was machst du? Passt. Wow, nein! Krass, Mordok! Krass, Mordok! Krass! Nice gemacht! Nice!
von unserer Hilfe, was ihr hier geschossen hier. Ja, Mann! Killer, Morok, das ist ein Tor. Das ist ein Tor, Morok. Nochmal. Holy shit, Mosho, gib ihn jetzt. Boom! Das ist ein Tor. Killer. Killer. Aber so hätte ich die Mannschaft nicht spielen lassen, Alter. Ich hätte echt gesagt, nee, Kinders, rot hier, rot da, könnt ihr knicken, die nimmt irgendwas anderes. Nimmt Leibchen. Nein, Spaß. Aber ey, geiles Tor. Bis jetzt das beste Tor, was ihr, also nicht beste, aber halt Top-Tore, Mordor. Ich liebe sowas. Vollspann, voller Wucht einfach. Ich hasse dieses Feld. Ich hasse dieses Feld. Das ist so eklig. Alleine brennen die. Komm, zeig mir, dass du Eier hast. Zeig. Ja. Jawohl. Okay. Wieder wegbrennen, die gehen näher ran, jawohl. Ich hab gedacht, ich bin gemütlich noch. Hausaufgabe für euch, Kinders. Was hättet ihr gesagt? Rot oder gelb? Ich enthalte mich. Wie gesagt, es ist eine kleine Hausaufgabe für euch. Ansonsten, wir sind bei 17, 18 Minuten jetzt. Gleich am Anfang war ja schon dieses Hackmeck-Gezeugsel da, ne? Wo war denn das? Ja, das hier. Also, das war... heavy shit. Guti, Kinders. Ich verpiss mich jetzt. Ich gehe jetzt aufs Zocken. Euch noch viel Spaß. Ansonsten, wie gesagt, vergiss nicht, jeder ist willkommen im Discord. Link hau ich dann unten rein. Also bis nächste Woche. Ciao, ciao.